Und vor allem die Männer zeigten noch starke tänzerische Schwächen. Ebenfalls als B-Team startet die zweite Mannschaft der TSG Bremerhaven. Und die TSG ist von allen deutschen B-Teams am konstantesten in der Spitze mit dabei. Seit 3 Jahren immer im Mittelfeld der ersten Bundesliga zu finden, was insofern eine klasse Leistung ist, weil dieses B-Team seine besten Tänzer und Tänzerinnen natürlich immer wieder an das A-Team abgeben muss. Bremerhavens Choreografie ist angelehnt an das Musical Tanz der Vampire und keine Übernahme, sondern wurde von Horst Behr exklusiv für diese Mannschaft kreiert. Und heute ist die Premiere. Die Formation ist übrigens eine der jüngsten hier. Durchschnittsalter 20, gerade mal 20. Ewig leben, verzehrt sich doch nach frischem Blut. Haben wir je davon genug? Wir haben davon niemals je genug. Jedes Opfer, das uns nährt, vermehrt auch unsere Wut. Haben wir je davon genug? Wir haben davon niemals je genug. Euch hoffen, wie von mir prophezeit, ist ein Gast eingetroffen, geschmückt und bereit, sich der Dunkelheit zu weihen, eine Schönheit mit den Augen der Nacht. Ein verwunschenes Sternenkind, zärtlich wie der Wind und für mich bereit, verzaubert unsere Mitternacht. Thank you.
Das also ist der Nachwuchs für die TSG-A-Mannschaft. Das also war die Erstaufführung von Tanz der Vampire in einem Wettkampf. Leider konnte sich das Wertungsgericht nicht durchringen, für die wirklich gute tänzerische Leistung und wirklich gelungenen Choreografie einen Finalplatz zu spendieren. Dieses Glück passiert B-Teams leider selten, das ist schade. Damit also auch Bremerhaven B in Bremerhaven nach der zweiten Runde ausgeschieden. Und die besten vier Lateinformationen, die das Finale bestreiten werden, die tanzen gleich im Anschluss an das nun folgende Finale der Standardformationen. Doch zuvor ist einer, der immer auf mehreren Hochzeiten tanzt, bei Ludwig Everts.